Radio Okitok und KryptoTV präsentieren den ersten der zweiteiligen Videoserie mit Clarissa Horak und ihrem Vortrag über die künstliche Intelligenz und der Weisheit des Herzens. Einen wunderschönen guten Abend hier auf Okitok und ja, wir sind im Heidis Zauberpark hier heute am 26. Januar 2018. Und wie ihr seht, haben wir heute künstliche Intelligenz und Weisheiten des Herzens auf dem Programm. Und wir starten jetzt hier gleich direkt live und übergibt das Mikrofon mal der Clarissa. Clarissa, schön, dass du da bist und ich bin ganz neugierig auf das Thema und ich gebe dir jetzt auch schon mal das Mikrofon und du bist jetzt schon on air. Also, habt viel Freude und Spaß. Schön. Ja, freue mich, dass ihr da seid. Und es ist nicht die Quantität, die hier entscheidend ist, sondern, ja, ich gehe davon aus, dass jeder zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Das Thema heute ist ein Thema, das mich selbst schon seit längerer Zeit beschäftigt: künstliche Intelligenz und Weisheit des Herzens. Ich hätte vor 10 Jahren noch, nicht mal, vor 5 Jahren hätte ich niemals gedacht, dass ich über künstliche Intelligenz sprechen würde, dass mir das so ein wichtiges Thema sein könnte. Ich bin, seit es Computer gibt, eigentlich immer schon auf Kriegsfuß gestanden mit Computern, habe lange Zeit verweigert, mich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Und ich bin jemand, der generell gerne eine Vogelperspektive einnimmt den Dingen gegenüber. Und ich zoome gerne aus einer Art Vogelperspektive dann wieder in die Details und dann wieder in Vogelperspektive, um Zusammenhänge verstehen zu können. Ähnlich also wie bei einer Landkarte möchte ich wissen, wo bin ich, was ist der Zusammenhang, wie ist das Gefüge, wie stellt sich das Gefüge dessen dar, ja, was ist. Und was künstliche Intelligenz anbelangt, habe ich schon in der Anfangszeit, also wo Computer und Handys immer mehr gang und gäbe wurden, das Empfinden gehabt, dass da irgendetwas dem Menschen zuwiderläuft. Und das war ein Empfinden, das ich noch nicht erklären konnte. Und das war der Grund, warum ich angefangen habe, mich hier ein bisschen auseinanderzusetzen und möchte euch jetzt ein bisschen teilhaben lassen an einem Prozess. Ich würde sagen, ein Prozess, der nicht nur Gedanken anbelangt, sondern diese Gedanken kommen aus einem Empfinden. Das Empfinden war es für mich immer, das mehr oder weniger wegweisend war und eine Orientierung gegeben hat. Und ja, ich möchte anfangen mit einem Bild und mit einem begleitenden Empfinden, wie ich es auch als Kind erlebt habe, nämlich wie ich mit meinem Papa spazieren gegangen bin und immer gefragt habe, was ist das und warum ist das so? Das heißt, rückblickend betrachtet muss ich sagen, es war eine Art die Welt erkunden, aber nicht in erster Linie in Gedanken, sondern mit allen Sinnen, mit dem Empfinden und in einer Geborgenheit der Beziehung
zu meinem Vater, aber dadurch auch eine vermittelte Beziehung zu den Dingen und zu der Welt, die mich umgibt. Und damit auch natürlich zu mir selbst. Und ich nenne das ein natürliches Lernen, das sich vollzieht in Beziehung mit anderen, mit vertrauten Menschen, in wechselseitiger Verbundenheit, die natürlich auch Geborgenheit mit sich bringt, und im Spiel und im Empfinden. Und mit Empfinden meine ich, das bedeutet in sich, nämlich im Herzen, etwas wiederfinden. Ja? Das heißt, mir etwas zu Herzen nehmen können. Und zwar, was immer mir erscheint, ob das der Vogel ist, der da singt, ob das der Bach ist, in dem ich einen Fisch entdecke, ob das eine Blume ist, solange ich im Empfinden, sprich in meinem Herzen bin, stehen diese Dinge oder Menschen, Lebewesen, auf Augenhöhe mit mir. Das heißt, ich bin ansprechbar. Ich mache diese Dinge nicht zu Objekten, sondern ich lasse sie das, was sie sind, nämlich Subjekte, die mich ansprechen. Ja? Und so entsteht ein Dialog zwischen mir und den Dingen, zwischen mir und der Welt. Und was daraus entsteht, ist ein Gefüge. Ja? Ein Gefüge, das sich in der Zeit vollzieht und wächst. Dabei ist es dann so, dass ich gar nicht, also unterscheide, zumindest rückblickend als Kind, zwischen toten und lebendigen Dingen, sondern die Dinge sind wie das Wasser, ja, oder die Katze, sie sind allesamt im Gefüge dessen, was mich anspricht. Und dieses Gefüge vermittelt Geborgenheit. Einen Einschnitt habe ich dann erlebt, als ich in die Schule gekommen bin. Und da hatte ich dann das Gefühl, es ist ein Riss entstanden in dieser Geborgenheit. Es ist so, als wenn ich in einem warmen Raum bin, es öffnet sich dann die Tür, es kommt kalter Wind herein. Ich habe die Schule als einen Einschnitt empfunden in meinem Leben und damit einhergehend weitere Einschnitte, die jetzt rückblickend ich betrachten kann als den Anfang eines Vorganges, wo ich sagen muss, haben sich Programmierungen vollzogen. Ja? Da habe ich angefangen, Rollen zu spielen und die Geborgenheit war nicht mehr in dem Maße geschlossen da, sondern stattdessen hat sich Angst eingeschlichen. Und wir können sagen, in dem Maße, als ein Kind mittels Angst aus seinem Empfinden und damit aus seinem Herzen gerissen wird, ist es programmierbar. Ja? Programmierung, du kannst einen Menschen umso besser programmieren, je mehr du ihn in eine gewisse Angststarre versetzt. Ja? Und ich habe das Stichwort Mind Control jetzt schon vorweggenommen und Gehirnwäsche. Ich würde sagen, alles. Ich bin jetzt nicht bezogen auf den Inhalt dessen, was in mich reinprogrammiert wird, sondern als Vorgang selbst ist jede Programmierung oder Gehirnwäsche jetzt auch im positiven Sinn, also das, sprich, wenn ich mit angeblich positiven Dingen wie Religion etc. Programmiert werde, werde ich dennoch programmiert und bin es nicht. Sprich, das, was ich im Empfinden
als Orientierung bekomme und wo ich aus dieser Orientierung heraus meinen Weg gehe, ja, oder mich orientiere, ist etwas völlig anderes als die Ausrichtung, die ich durch welche Art von Programmierung auch immer bekomme, weil ich sie übernehme, weil ich sozusagen eine Information auf mich übertragen lasse. Es hat sich oder es ist so, dass das Alter, in dem Menschen programmierbar sind, befindet sich vor allem im Zeitraum zwischen der Geburt und dem Alter von 6 Lebensjahren, ja, dem 6. Lebensjahr. Das ist ein Stadium, wo auch die Gehirnwellenaktivität dazu prädestiniert hier oder es möglich macht, programmiert zu werden. Ja? Die Delta- und Theta-Wellen sozusagen schaffen eine Voraussetzung, dass sich hier Programmierung vollzieht. Das Ziel dieser Programmierung durch das Bildungssystem habe ich jetzt folgendermaßen beschrieben. Es ist, die Welt und sich selbst als eine Ansammlung von Daten, Funktionen anzusehen. Und was zählt, sind Brauchbarkeit, ja, Wert und der Wissen im Sinne von Datenspeicherung. Ja. Das heißt, es wird vermittelt, unter anderem in der Schule, du bist nur dann was wert, wenn du bereit bist, sogenanntes Wissen als Daten abzuspeichern. Es ist so, ich habe hier auf dem Bild, seht ihr Fuß, also Abdrücke von Schuhen im Schnee. Und jetzt möchte ich damit zum Ausdruck bringen, alles, was wir wahrnehmen, was Erscheinung ist, ja, was messbar ist, was ich in Daten übersetzen kann, ist nicht, also nehmen wir her, Anna, ich sehe dich hier sitzen, ja, jetzt bist du viel mehr als das, was ich zum Beispiel durch Fotografie oder durch Abspeicherung irgendwelcher Daten, die ich an dir feststellen kann, ja, quasi als Information abspeichern kann. Ja. Und so verhält es sich mit allem. Ja. Alles, was Erscheinung ist, ist nicht einfach das, was wir, das wir sozusagen messen können, dessen Daten wir abchecken und abspeichern können, sondern die Erscheinung ist bereits Ergebnis des Daseins. Und würde man jetzt zum Beispiel sagen, alles was zählt, sind die Daten, die ich von einer Sache oder von einem Lebewesen abspeichern kann, dann ist es so, als würde ich den Mann, der da gegangen ist, verwechseln mit den Abdrücken, die er hinterlassen hat. Versteht ihr? Das heißt, das, was ich generell als Daten abspeichern kann, ist nicht einfach das, wovon ich die Daten abgespeichert habe. Ja? Das heißt, derjenige, der da gegangen ist, den kann ich selber nicht in der Weise abspeichern, wie ich zum Beispiel hier messen kann den Schuhabdruck, den Fußabdruck. Ja? Und den kann ich aber auch herstellen, indem ich mir einfach nur den nackten Schuh hernehme und in den Schnee drücke. Ja? Und so verhält es sich mit allen Daten. Daten sind nicht einfach eins zu eins das, wovon sie abgenommen wurden.
Und so werden wir schon vom Schulalter an in eine bestimmte Richtung gedrängt, sprich, wir werden dahin indoktriniert, dass wir verwechseln, dass die Daten mit dem sozusagen mit der Sache selbst. Und das ist natürlich eine Voraussetzung, dass wir da alle in diese Denkrichtung mehr oder weniger hinein manövriert werden, ist eine Voraussetzung dafür, dass Menschen kollektivierbar sind. Ja? Das Kollektiv kann nur dann entstehen, wenn der Einzelne als Individuum sozusagen nichts mehr gilt. Ja? Oder wenn der Einzelne als Individuum bereit ist, sich in eine bestimmte Verallgemeinerung hineindrängen zu lassen, in eine bestimmte Denkweise, in eine bestimmte Wahrnehmungsweise. Und das geschieht über Gleichschaltung, Ausschalten von Empfinden, Ausschalten von Gegenwart, Ausschalten von wirklicher Erfahrbarkeit und Verbundenheit. Ja? Also wenn ich zum Beispiel, egal ob ich jetzt in der Schule oder auch per Internet oder wo, wie auch immer, Dinge mir abrufe, dann heißt das nicht gleichzeitig, dass ich diese Dinge auch erfahre. Ja? Oder wenn ich in der Schule etwas lerne über irgendwelche Ameisen in Afrika, dann kann ich mir wohl einbilden, jetzt etwas zu wissen, aber ich habe es nicht erfahren. Und so geschieht es, und wir haben uns daran gewöhnt, dass eine technische Vernetzung von Daten echte Kommunikation ersetzt und echte Erfahrung ersetzt und dass sie vor allem ersetzt diese Verbundenheit, die dann entsteht, wenn ich zum Beispiel am Bach sitze, mich freue, ja, an Plätschern des Wassers, wenn ich das Wasser, wenn ich meine Finger ins Wasser tauche und dann einfach glücklich bin, dann ist das eine Erfahrung, die nicht ersetzt werden kann durch eine auch wie immer geartete Datenübertragung. Und ich werde, versteht ihr, wenn ich etwas sozusagen via Datenträger mir reinziehe, dann stehe ich mit dem, was ich da reinziehe, nicht in einer Kommunion. Es wird aber dennoch Kommunikation genannt. Ja? Aber ich stehe nicht in einem lebendigen Austausch. Und was wir jetzt sehen, dass sozusagen diese Art von Kommunikation, die keine Kommunion mehr ist, natürlich für kleine Kinder schon ab frühestem Alter irgendwie zu einer großen Versuchung wird. Die werden alle handysüchtig, und es ist auch kein Wunder, denn sie finden die Erfahrungswelt, die sie bräuchten, um wirklich in Kommunion zu stehen mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit dem Bach, wo sie sich schmutzig machen dürfen, mit dem Gatsch, in den sie reinspringen können. Diese Lebenswelt wird den Kindern genommen und ihnen als schlechten Ersatz sozusagen das Handy als, ja, man muss sagen, eigentlich auch als Pseudo-Lebenswelt in die Hand gegeben. Dasselbe sehen Sie natürlich bei den Erwachsenen. Erwachsene dürfen sich nicht über die Kinder beschweren, dass die handysüchtig sind, denn es ist uns allen kaum noch möglich, ohne diese, ich würde sagen, Durchsetzung unserer Lebenswelt mit
ja, dieser Art technischer Kommunikation zu leben. Es ist einfach nicht mehr drinnen, es ist nicht mehr möglich. Ja, die Entwicklung geht immer mehr dorthin, wo alles, was via elektronischer Datenverarbeitung im Gange ist, sich konzentriert auf etwas, das man auch Hive Mind nennen kann. Hive heißt Bienenkorb, ja, oder Bienenstock. Und so wie die Bienen aus einem Bienenstock ein- und ausfliegen, ist es auch so, dass sich Daten immer mehr fokussieren auf ja, einen Pool. Und es geschieht ein seltsames Paradox. Dieser Pool, ja, dieser eine Pool, ist anonym und dezentralisiert. Also sprich, es gibt zwar so einen Pool, hat aber kein Zentrum, hat sozusagen keinen Namen, ja, ist anonym, ist ohne Herz und natürlich auch ohne Menschlichkeit. Denn speicherbar sind nur Informationen, die selber keine Gegenwart haben und kein Dasein haben. Und das entspricht natürlich dem Vorgang der Kollektivierung. Und eine Kollektivierung ist im Unterschied zu einem lebendigen Gefüge immer ein Geflecht. Ein künstliches Geflecht. Ja? Und ein Name für diesen Hive Mind ist auch Open Source. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal das Wort Open Source gehört? Ja. Klingt irgendwie ganz gut. Man sagt, das ist eine offene Quelle. Ja. Was es aber in Wahrheit ist, erweist sich als eine euphemistische, sprich schönfärberische Bezeichnung für Kollektivierung, Anonymisierung. Und was damit natürlich einhergeht, ist das Ausblenden von Verantwortung. Ja? Viele Dinge können gar nicht mehr auf ihre wirkliche Quelle zurückgeführt werden im Internet. Und somit ist es sehr leicht möglich, dass der Einzelne, der zum Beispiel irgendetwas ins Netz stellt, sich auch der Verantwortung entzieht. Beziehungsweise was ich mir reinziehe, etc., hat keinen Lebensbezug mehr und damit auch keinen Bezug mehr zur Verantwortung. Die Frage stellt sich, wo sind die Verantwortlichen zu suchen? Wo ist der Schlüssel zu dem Ganzen? Stellt sich vor, ein Gebäude mit sehr, sehr vielen Zimmern, Kammern etc. Und es wird dir gesagt, du bekommst jetzt einen Schlüssel für dein Zimmer, du bekommst ein Zimmer, ja, in dem Fall ist es ein Gefängnis, ja, aber du kannst dir auch ein Hotelzimmer dabei vorstellen. Stell dir vor, du bekommst quasi einen Schlüssel für ein Zimmer und es wird dir gesagt, das ist einbruchssicher, da kann niemand rein. Mag auch so sein, aber der anonyme Besitzer dieses Gebäudes hat quasi einen Generalschlüssel. Das ist die Frage, wer ist das? Ja? Es ist anonym. Wie kommst du quasi... wo sind da die Hintergründe, also oder wer ist hier eigentlich zuständig oder wer ist es, der einen Generalschlüssel hat? Und dazu kann man nur sagen, your network is more than you know. Und da möchte ich jetzt ein bisschen drauf eingehen. Habt ihr schon mal was gehört von dem Tiers? Okay. Das sind sozusagen die Stufen, in denen, man kann sagen, die so eine Art Hierarchie innerhalb des Netzes weltweit
Na, nicht unbedingt Medien, sondern in dem Fall geht es um wirklich elektronische Medien, ja? Wie läuft das? Also woher kommt zum Beispiel das WLAN? Und da nennt man diese Services, die in einer bestimmten hierarchischen Reihenfolge stehen, die Tiers. Ja? Und da haben wir Tier 1, Data Center. Das sind sozusagen die Services, aus denen überhaupt, also die ersten Provider, ja, die in dem Fall sind das, wie ich euch dann noch zeigen werde, ist zum Beispiel hier angegeben im Internet bei Tier 1, das ist der CERN. Ja? Das ist quasi ein System von Collidern, die mal an erster Stufe stehen, wenn es darum geht, das zu erzeugen, was wir dann als WLAN benutzen. Ja? Tier 2, das ist dann die Hardware, das sind dann die ganzen Geräte, wie ihr sehen könnt, das sind die Computer, die Tablets, die Smartphones etc. Ja? Und Tier 3, das sind dann sozusagen die Smart Cards und deine persönlichen Zugänge, ja, die du dazu hast. Was hier auch immer mehr, auch bei den ganz, ja, unter Anführungszeichen privaten Zugängen hier eine Rolle spielt oder was hier mit hineinkommt, das sind die sogenannten Chatbots. Chatbots werden immer mehr verwendet, um zum Beispiel also Interaktion und Kommunikation innerhalb des Netzes zu verselbstständigen. Das heißt, es kann passieren, dass ich zum Beispiel in irgendwelchen Kommentaren, zum Beispiel auf Facebook, also bekomme ich einen Kommentar und da steht kein Mensch dahinter, sondern ein Chatbot. Ja. Und es werden zum Beispiel für immer mehr Firmen also spezielle Chatbots auch bereitgestellt, die zum Beispiel nicht Angelegenheiten wie E-Mail-Verkehr etc. etc. wollen sie nicht mehr einen extra Angestellten dafür haben, sondern das erledigt der Chatbot. Der ist programmiert, um also in einem bestimmten Kompetenzbereich, ja, hier selbstständig autonom zu agieren. Und ich mag der Meinung sein, also ich, oder das ist ein Mensch, der mir da einen Kommentar geschrieben hat oder eine Antwort geschrieben hat, aber in Wirklichkeit ist es der Chatbot. Und wird immer häufiger, das ist immer weiter verbreitet. Das ist ein großes Geschäft mittlerweile. Das könnt ihr hier sehen, also das ist mittlerweile auch schon bekannt geworden, dass es sowas gibt wie dieses Smart Home, ja, wo mit der Alexa, ja, das ist auch, kann man vergleichen mit den Chatbots, das ist eine gewisse autonome, programmierbare Intelligenz, quasi die, genau, dir einen Butler ersetzt zum Beispiel, ja? Der Kühlschrank Ja? leer ist nach Genau, Ausstellung. ja? Und oben seht ihr dann nochmal dieses Customer Service. Das ist also nochmal eine Veranschaulichung dessen, was ich vorher als die Chatbots beschrieben habe. Da seht ihr noch einmal einen schönen Überblick. Links oben die Cloud. Und wir fragen, woher kommt denn die Cloud? Ja, was ist das? Das ist keine normale Regenwolke, sondern das ist die eigens für die heute gängige Form der Telekommunikation sozusagen bereitgestellte ja, Cloud, also sprich Gegenwärtigkeit von bestimmten elektromagnetischen
Voraussetzungen bzw. auch Datenträgern, die hier, wie wir dann noch, zeige ich euch dann noch näher, da sind. Also dass ich zum Beispiel WLAN haben kann. Ja? Da brauche ich eine Quelle dafür und die ist die Cloud. Gut, jetzt habe ich gesagt, es wird, wenn ich zum Beispiel nachschaue, was ist der erste Provider dieser Cloud, wird meistens angegeben, das ist der CERN. Jetzt ist es aber so, wenn man ein bisschen näher sich mit der Sache beschäftigt, dann kommt man drauf, es wird so allgemein hingestellt, als sei der CERN so ziemlich der einzige Ort der Welt, wo Collider stehen. Das ist nicht wahr. Es gibt, wenn ich den Quellen, die ich hier gefunden habe, vertrauen kann, weltweit ca. 30.000 Collider. Ja? Das ist einmal nur so ein kleiner Überblick, wie es in Amerika ausschaut. Es sind dann noch Pfeile, wo es nach Europa geht. Ja? Und es ist quasi nur ein sehr kleiner Ausschnitt dessen, was es da insgesamt gibt. Diese Collider befinden sich allesamt in oft 1000 Metern Tiefe. Ja? Und es gibt bestimmte Merkmale, wenn man zum Beispiel auf Google Earth geht und hier von oben runter schaut, kann man an gewissen Merkmalen erkennen, wo sich Collider befinden oder Collider-Systeme befinden. Ja? Hier sieht man noch mal ein bisschen genauer das Collider-Netz in Amerika, in den USA. Und da ist eine Menge los. Das wären zum Beispiel so Eindrücke, wie man aus der Luftperspektive, also von oben, erkennen kann, wie typischerweise solche Areale, in denen unterirdisch Collider stehen, von oben aussehen. Die haben immer, egal wo auf der Welt sie sich befinden, eine typische Struktur. Hier kann man gut sehen, also das ist ein Modell, nach dem der Hadron Collider in CERN aufgebaut ist. Aber wenn man dann andere Collider-Systeme betrachtet, erkennt man, die sind alle nach demselben Schema aufgebaut. Zum Beispiel unter dem Weißen Haus befindet sich auch ein großes Collider-Netzwerk. Ja? Genau. Und oft ist es so, dass diese Collider-Komplexe, also dort, wo zum Beispiel man aus der Nähe erkennen könnte, dass sich hier ein Collider befindet, befinden sich oft abgeschieden hinter irgendwelchen Wäldern. Ja? Unter dem Louvre in Paris ist zum Beispiel auch ein Collider-System. Ja? Mhm. Das Louvre ist so ein Museum in Paris. Ach so, ein Collider ist, genau, was ist das? Das ist ein Teil, also Collider-System, da werden Teilchen, Neutronen, werden hier beschleunigt und werden gespalten. Ja? Also sie werden in endlos langen Bahnen, ja, werden sie beschleunigt, Particle Accelerator, werden sie sozusagen aufeinander geschossen, damit man sie spaltet. Letztendlich sind das nukleare
Kraftwerke, nukleare Anlagen, die sich unterirdisch befinden. Ja, wozu? Da komme ich noch drauf zu sprechen. Offiziell wird gesagt, dass es zu Forschungszwecken verwendet wird, dass man erforschen möchte, die Herkunft ja, überhaupt des Planeten, die Geschichte des Planeten und was Materie ist und was Antimaterie ist, was die sogenannte dunkle Materie ist, das alles möchte man erforschen, das wird offiziell behauptet. Was aber de facto geschieht, ist viel mehr und viel mehr, als man gemeinhin sozusagen zu hören bekommt. Ich habe jetzt in der letzten Zeit mich damit mit diesem Thema ein bisschen befasst und bin gestoßen auf einen Forscher, der selber lange Zeit als Programmierer gearbeitet hat und sich mit diesen Dingen also ziemlich intensiv auseinandersetzt und auch bei mehreren Collidern in Amerika, also an Ort und Stelle war. Das ist Quinn Michaels. Und ja, also es dürfte so sein, also ich habe da ein bisschen geforscht und habe gesehen, der dürfte so ziemlich einer der wenigen sein, wenn nicht der einzige, der momentan Dinge hier nicht nur erforscht, sondern auch anspricht oder einfach veröffentlicht. Ja. Wo zieht er den Vergleich, also wo zieht er die Parallele zwischen Internet und Collidern? Es ist so, dass die Collider notwendig sind, um WLAN überhaupt zu erzeugen. Ja? Sonst gäbe es das nicht. Wo wird das vorher erzeugt? Vor den Collidern? Die gibt es ja noch nicht so lange, oder? Doch, die Collider gibt es schon sehr lange. Ja, ja, doch. Ziemlich zeitgleich, seit es Internet gibt oder vorher? Viel früher. Die Anfänge liegen wirklich weit zurück. Da seht ihr noch einmal Beispiele, die sich eben nicht beschränken auf Amerika oder Europa. Links Astana, das ist in Kasachstan. Und unten Abu Dhabi unten, das ist auch noch Astana. Und die Universität und das Forschungszentrum plus der Collider in Kasachstan ist in enger Zusammenarbeit mit der Universität in Berkeley, in Abu Dhabi, in Saudi-Arabien. Und ja, und schaut euch mal genau diese Struktur an, auf die werde ich noch zurückkommen. Ja? Dieser Turm hier. Wo ein riesiger Collider-Komplex steht, ist Las Vegas. Und da ist es auch so, in Las Vegas gibt es extrem viele Casinos. Und diese Casinos stehen in direkter Verbindung mit den Collidern. Ist übrigens auch so, darauf komme ich dann auch noch ein bisschen näher zu sprechen gleich, dass in diesen Casinos permanent rund um die Uhr, 24 Stunden, sehr mächtige Computer die ganze Zeit an sind. Und das ist gerade was das Thema Kryptowährungen anbelangt oder das Minen, ja, von Kryptowährungen spielt das natürlich eine entscheidende Rolle. Und dass wir natürlich in Las Vegas nicht nur saubere Geschäfte gemacht werden, liegt eigentlich auch auf der Hand. Ja, also ihr seht überall, wo man auch hinschaut, überall dieselben Strukturen, die. Hier sieht man zum Beispiel eine Riesenansammlung in Alliance, Nebraska, eine Riesenansammlung dieser Kreisstrukturen. Hier Fermilabs in Illinois, Stanford University, ja, und so weiter. Eine besonders wichtige Rolle spielt die Anlage in Berkeley, die zusammen mit der Universität in Berkeley arbeitet, Berkeley Lab.
Und wenn man ein bisschen schaut, also quasi die Punkte miteinander verbindet, ja, connecting the dots, dann sieht man, dass daraus auch kein Hehl gemacht wird. Man muss die Informationen ein bisschen zusammentragen, so wie der Werner Mausfeld, falls jemand von dem gehört hat, auch davon spricht, dass man ganz gerne Informationen so streut, dass der Normalverbraucher, der sogenannte, sich schwer tut, die in einen Zusammenhang zu bringen, ist es auch hier, dass man dann, wenn man ein bisschen genauer hinsieht, dann aber wenn man merkt, aha, es handelt sich hier nicht um eine Verschwörungstheorie, sondern diese Aktivitäten ausgehend von Berkeley Lab ziemlich, ja, extremer Weise, die gibt es wirklich. Was zum Beispiel, das könnt ihr hier sehen, Berkeley, ja, also was da hergestellt wird, ist unter anderem der sogenannte Smart Dust. Smart Dust, der auch in der Cloud, von der ich vorher gesprochen habe, sich befindet. Das sind bestimmte Mini-Geräte, die eigentlich die Kapazität von Mini-Daten Verarbeitern haben. Ja, das sind Sensoren, die auch sehr eng verwandt sind mit den sogenannten RFID-Chips, Radio Frequency Identification Chip. Ja? Und da gibt es ja schon Pläne, dass jeder einen RFID-Chip eingepflanzt bekommen soll. Ja? Und es dürfte wohl jetzt so sein, dass selbst für die, die sich ihn nicht einpflanzen lassen, es Alternativen gibt, die mit dem Smart Dust zu tun haben. Sprich, da sind von den Chemtrails her, ja, werden unter anderem eben auch diese winzigen Dinger runtergeschmissen. Ja, das sind winzige Teilchen, aber das ist was anderes. Die Nanoteilchen gibt es, aber dann gibt es eben auch noch diesen Smart Dust. Diese Teilchen sind ein bisschen größer, die haben nicht Nanogröße, aber sie sind auch in der Lage, sich in die Haut hineinzuarbeiten. Ja? Oder auch, man kann sie auch einatmen. Genau. Und die sind dann eben auch im Körper. Ah, jetzt bin ich in die falsche Richtung gegangen. So. Was ist dieser Smart Dust? Ja? Hier, ich brauche nicht den Text jetzt einzeln, also im Einzelnen vorlesen. Ihr seht nur, es ist keine Erfindung von mir, sondern dieser Smart Dust wird bewusst eingesetzt, um uns mehr oder weniger auch online zu setzen, auch wenn wir das nicht wollen. Ja? Ist ausgestattet quasi mit Sensoren, ja, die Auskunft darüber geben können, wo wir uns gerade befinden, etc., etc., etc. Beziehungsweise sind das nicht nur Sensoren, sondern es sind auch Empfänger, ja, die Eigenschaft haben, bestimmte Frequenzen, ja, die gerade in der Cloud da sind, sozusagen auf uns übertragen zu lassen. So, und jetzt komme ich zu einem sehr interessanten Punkt. Das ist, wie der Forscher Quinn Michaels herausgefunden hat, wenn man sich die Anfänge betrachtet, dieser Entwicklung, auch der Collider, und sich fragt, ja, wo hat das angefangen, wo gab es die ersten, dann sieht man, aha, da gibt es einen Zusammenhang mit der, kann man ganz sozusagen objektiv sagen, ohne zu urteilen, hat eine Nazi-Herkunft. Der Quinn Michaels folgendermaßen. Ja. Im Dritten Reich wurde schon sehr viel experimentiert mit, ja, man kann sagen, mit Möglichkeiten, wie man ein
Kontrollnetz aufbaut im Dienste einer kollektiven Macht. Ja. Genau, Fermi Labs ist in Chicago, Illinois, ist ein riesiges Collider-System, das seinen Namen zurückführt auf Enrico Fermi, der schon 1938 einen Nobelpreis bekommen hat dafür, dass er die sogenannten transuranischen Elemente herstellen kann oder hat. Ja? Ihr wisst ja, dass man für die Herstellung von Uran oder Plutonium oder von Uranium, ja, Plutonium, das dann zum Beispiel auch für Atomkraft verwendet wird, Uran benötigt. Ja? Und wenn ich das natürliche Uran, wenn es mir gelingt, das Uranatom aufzuspalten, dann kann ich die sogenannten transuranischen Elemente herstellen. Und die spielen in dem ganzen Zusammenhang der Collider eine riesige Rolle. Das wird in der Öffentlichkeit natürlich so nicht besprochen und bekannt gegeben, aber es dürfte genauso sein. Deswegen auch dieser riesige Uranbedarf, den wir haben. Ihr habt es vielleicht schon mal gehört von der sogenannten Operation Paperclip. Wer hat davon schon gehört? Okay. So ein bisschen. Ja, ja. Mhm. Es ist so, dass nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden, wie ich es erfahren habe, über 1000 deutsche Wissenschaftler in die USA verbracht, um dort zu forschen bzw. sich an Forschungsprojekten zu beteiligen. Die Besten, ne? Haben sie sich gewollt. Die Besten, ja. Genau. Ja. Darunter auch Wernher von Braun. Ja. Und ihr seht hier nur eine relativ kleine Gruppe von 104 Raketenwissenschaftlern. Und die wurden alle nach Fort Bliss in Texas gebracht. Und dort entstand das erste große Forschungszentrum und eben auch der erste Vorläufer der späteren Collider. Es folgten dann weitere Operationen, die direkt mit dieser Operation Paperclip zusammenhängen oder gleich in Nachfolge gestanden sind, die Operation Epsilon, Operation Big und die Elsass-Mission. Und in all diesen Operationen und Missionen ging es darum, zu forschen, sowohl an der Nuklearenergie als auch an Möglichkeiten einer besonderen Art von Kriegsführung, die sozusagen die herkömmliche Kriegsführung bei Weitem überschreitet. Ja? Und wie sieht wie sehen diese neuen Methoden der Kriegsführung, an denen seit Ende des Zweiten Weltkriegs abseits von den Augen der Öffentlichkeit mehr oder weniger gearbeitet wurde, wie sieht das aus? Eine Sache, die da entstanden ist, ihr seht rechts Global Surveillance, ja, hoppla, da habe ich es, ja, genau, ja, war mehr oder weniger ein Projekt, das aus der Operation Echelon hervorgegangen ist, wo es darum geht, ein weltweites Überwachungssystem zu entwickeln, ja, das sich die Forschungsergebnisse zunutze macht, die man
anfänglich eben in Texas, in Fort Bliss, entwickelt hat. Daraus sind entstanden die sogenannten Five Eyes. Five Eyes, das sind die Länder, zu denen, also fünf Länder, zu denen gehören die United States, dann United Kingdom, Kanada, Australien und Neuseeland. Habt ihr schon mal gehört von diesen, das nennt man diese Länder, die Five Eyes. Die, das ist eigentlich alles Commonwealth. Also genau, das ist der Commonwealth, richtig. Und dahinter steht aber quasi dieses Unternehmen, da ist es unterstrichen, to monitor billions of private communications worldwide. Ja? Also es geht darum, das Ziel ist, die Möglichkeit einer globalen Überwachung zu gewährleisten und das mit den nötigen technischen Hilfsmitteln, die man eben unter anderem, also ausgehend von Fort Bliss und dann in etlichen weiteren Collidern sozusagen entwickelt hat. Damit in Zusammenhang steht auch SpaceX. SpaceX, da geht es in erster Linie um Raketentechnik, um Weltraummissionen und steht in Zusammenhang mit diesen vorher genannten Operationen. Wenn man sich dann anschaut, wer sind die Sponsoren, ja, dieser Unternehmen, dann stößt man immer wieder auf bestimmte Leute. Und einer dieser Leute ist Peter Thiel, eigentlich Peter Thiel, weil er in Frankfurt geboren ist, ist eigentlich ein Deutscher, ja, der aber mittlerweile in den USA eine gewaltige Rolle spielt. Was ist SpaceX? SpaceX stellt Raketen her und verkauft sie unter anderem auch nach Iran und Nordkorea. Ja? Wenn man dann weiß, wer in erster Linie sozusagen, wem gehört SpaceX, das ist dieser Peter Thiel, dann, wir werden gleich sehen, wo der noch dahinter steckt. Ja? Aber das ist mindestens auch eine, eine Firma, wo Peter Thiel beteiligt ist. Nordkorea. Bitte? Also das überhaupt darf. Ja, wer sollte es ihm verbieten? Weil Markt. Waffengeschäfte haben keine Grenzen. Genau. Genau. Und da könnt ihr mal sehen, wo diese schon genannte Berkeley Universität, Berkeley Lab, überall dahinter steht. Funding. Ja. Ich möchte jetzt nicht auf jedes Einzelne eingehen, aber als Überblick soll das einmal hinreichen. Ja? Die haben da ihre Finger in sehr vielen Sachen drin. Was ist DARPA? Defense Advanced Research Projects Agency. Und das heißt, bei all dem, was ich euch jetzt gezeigt habe, ist diese DARPA, also wo es quasi um Defense, also wo es letztendlich um Verteidigung geht, aber, wie wir noch sehen werden gleich, nicht nur um Verteidigung, ja, da geht es um eine ganze Menge, nämlich, ihr seht es, Computer Vision, Machine Learning, ja, Natural Language Processing, Speech Recognition, Rules-Based Systems, Robotics, Planning and Scheduling, Optimization. Ja? All das ist drinnen in dem ganzen in dieser Organisation DARPA. DARPA ist verbunden mit HARP. Was ist HARP? High Frequency Artificial Auroral Research Project. Das heißt,
das sind riesige Anlagen, die Frequenzen in den Raum schicken, in die Clouds hinein befördern. Frequenzen, und wenn man weiß, alles, was existiert, besteht aus Frequenzen. Du kannst quasi mittels Frequenzen alles, was existiert, verändern, beeinflussen, manipulieren. Und HARP ist nichts anderes als ein gigantischer Versuch, Frequenzen hier künstlich einzubringen. Und Erdbeben können durch Frequenzen erzeugt werden. Ja? Und mit Sicherheit sind nicht alle Erdbeben in den letzten Jahren auf natürlichem Wege zustande gekommen. DARPA steht eben in direkter Beziehung mit HARP. Wir sehen hier noch einmal, dass dieser Smart Dust auch auf DARPA zurückgeht. Ja? DARPA zusammen mit der NASA hat den Smart Dust sozusagen als ein Mittel der modernen Kriegführung eingeführt. Da fragt man sich, moderne Kriegführung, Krieg gegen wen? Krieg gegen wen? Wenn der überall eingebracht wird, ja, DARPA kann noch viel mehr. DARPA, wie wir vorher gesehen haben, da geht es auch um die Entwicklung von Robotics, also von Robotern. Robotics Challenge. Robotics Challenge nennt man Veranstaltungen, die immer wieder abgehalten werden, wo Roboter sozusagen getestet werden auf ihre Fähigkeiten, ja, wo Roboter miteinander ja, also wo sie irgendwie irgendwelche Wettkämpfe miteinander ausfechten, etc., etc., ja. In welchem Zusammenhang hier die Roboter stehen, ist wieder eine andere Frage. Wozu, zu welchem Zweck werden Unmengen an Geld für die Entwicklung von Robotern ausgegeben, die eben in der Lage sind, zum Beispiel zu kämpfen, besser als ein Mensch das je könnte. Ja? Eine Armee aus Robotern steht ganz anders da als eine Armee von Menschen, oder? Du glaubst, das ist das Entwicklungsziel? Nein, also ich sage jetzt noch gar nichts, was ich glaube, sondern ich berichte nur von dem, was ich jetzt da in Erfahrung gebracht habe. Und das steht, also was ich jetzt gerade über diese Robotics Challenge gesagt habe, das steht auch im Zusammenhang mit einer Operation, die sich nennt Presto. Das, was ich euch jetzt sage, hat der Quinn Michaels, von dem ich vorher erzählt habe, das hat er herausgefunden durch unzählige Recherchen, die er schon seit langer Zeit betreibt. Und das hat er relativ erst vor relativ kurzer Zeit herausgefunden. Was heißt Presto? Protocols for Emergency Scenario Training Operations. Und das ist top secret. Ja? Was heißt das? De facto heißt das, es gibt Protokolle oder es gibt so etwas wie Rezepte oder Drehbücher, nach denen Emergency, also Scenarios, also sprich irgendwelche Notstandsszenarien sozusagen gestellt werden künstlich und Roboter darin trainiert werden, sich in diesen Szenarios zu behaupten. Und die brauchen natürlich, also wenn ich sage gestellt werden, dann heißt das virtuell gestellt werden. Ja? Ein Mensch würde sozusagen ein reales
ja, also eine reale Umgebung brauchen, um trainieren zu können, aber das braucht ein Roboter nicht. Einem Roboter gibst du einfach quasi eine Simulation, ja, und die Frage ist, wozu das Ganze? Ja? Ja, ein Film, ich habe ihn nicht gesehen, scheint in dieselbe Richtung zu weisen, Call of Duty, Black Ops, also wo Roboter sozusagen hier in extremen Situationen ja, Hilfeleistungen irgendwie oder Hilfe geben sollen. Die Frage ist, worum geht es da wirklich? DARPA und diese Robotics Challenge steht in Zusammenhang mit FEMA, ja, und das heißt, FEMA ist eine Abkürzung für Federal Emergency Agency, ja, also das heißt, hier FEMA soll offiziell einfach dazu da sein, eine Organisation sein, die für Notfälle ja, etabliert wird, ausgerüstet wird, für Ausnahmezustände, genau, ja. In Nordamerika. Ja, genau, ja. Aber, wie wir sehen werden, beschränkt sich das, was hier sozusagen von DARPA bereitgestellt wird, nicht nur auf Nordamerika. Ich habe schon vorher von diesen Five Eyes gesprochen, hier sind sie noch einmal. Ja. Und da geht es letztendlich mittlerweile um ein Überwachungsnetz, das eben über künstliche Intelligenz etabliert wird oder ausgeführt wird. Ja. Die Art von Kontrolle, um die es scheinbar geht, lässt sich nicht mehr von einem Menschenhirn sozusagen kontrollieren, sondern es bedarf, wie wir sehen können, künstlicher Intelligenz, um das Ganze überhaupt noch zu überblicken, erstens. Und zweitens werden Roboter herangezogen oder werden gebaut, um mit solchen Ausnahmesituationen oder werden auf Ausnahmesituationen hin trainiert und präpariert. Und das Ganze steht wiederum in Verbindung mit der CIA, Central Intelligence Agency. Und der Name sagt schon Central Intelligence Agency. Ja? Sprich, es geht um Intelligenz, natürlich künstliche Intelligenz wird hier herangezogen, um überhaupt dieses Vorhaben einer globalen Kontrolle überhaupt durchführen zu können. Bedarf es einer künstlichen Intelligenz, weil das einzelne Menschen nicht mehr können. Das heißt, das, was sie wollen, übersteigt einfach die Fähigkeit, die wir als Menschen haben. Und hier wird einfach künstliche Intelligenz entwickelt, um ein angestrebtes, globales Netz. Genau, ein globales Netz von Kontrolle zu etablieren. Diese Central Intelligence Agency oder CIA steht wiederum in Zusammenhang mit Incutel und das ist sozusagen der umfassende Rahmen, in dem alles, also oder beziehungsweise besteht eine direkte Verknüpfung zwischen der CIA und Incutel. Incutel ist die Bezeichnung für einen Rahmen, in dem bereitgestellt, also der bereitstellt
Wie ihr sehen könnt, hier alle möglichen Ebenen der genau. Ja. So, da waren wir. Ja, hier, das ist Quinn Michaels, von dem ich vorher gesprochen habe. Und da ist er gerade im Spital gewesen. Der ist nämlich im Zuge seiner Forschungen kurz vor Weihnachten, da hat er ein bisschen, ja, da hat er recht viele so kurze Videos rausgegeben oder hat den Leuten sozusagen direkt das mitgeteilt, was er da in Erfahrung gebracht hat. Und kam es zu folgender Situation: Er war da unterwegs in South Dakota und dann ist ihm schon aufgefallen, dass er, wenn er mit dem Auto irgendwo gestanden ist, dass dann irgendwelche Autos in der Nähe stehen bleiben und ja, wie auch immer. Und dann hat er seltsame SMS bekommen und dann eines Nachts, da ist er um 3 Uhr nachts aufgewacht, weil er plötzlich nicht mehr atmen konnte oder einfach Atemnot hatte. Und dann ist er, es war weit und breit kein Spital, und dann hat er einfach alles seine Kraft zusammengenommen und ist innerhalb von 3 Stunden dann zum nächsten Spital gefahren, und die haben festgestellt, dass ein Lungenflügel kollabiert ist. Und es dürfte wohl so gewesen sein, weil er vorher gesund war, dass er da mit Mikrowellenwaffen außer Gefecht gesetzt werden sollte. Ja? Unglaubliche Sache gemacht. Genau, genau. Und ich war dann 10 Tage im Spital, hat das Gott sei Dank überlebt und ist jetzt frisch weiter am Forschen. Ja? Und unter anderem hat er etwas herausgefunden, worauf er in diesem Video, in diesem Interview eingegangen ist, hier mit Jason Goodman, der einen YouTube-Kanal hat mit dem Titel Crowdsource the Truth. Und da ging es um den QAnon. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal von dem QAnon gehört hat. Mhm. Okay. Ja, also QAnon auf jeden Fall. Es wurde sehr viel gerätselt, in der Zeit vor Weihnachten hat das im November oder Oktober hat das angefangen, dass plötzlich auf Twitter und im Internet QAnon erschienen ist und ein großes Rätsel aufgegeben hat, wer ist denn das? Ja, da steht, es war nicht möglich, diesen QAnon auf eine Quelle zurückzuführen oder auf irgendeinen bestimmten Menschen, auf ein Individuum. Und Quinn Michaels hat dann herausgefunden, QAnon ist Tyler. Diesen Tyler werde ich jetzt zu sprechen kommen. Tyler ist kein Mensch, sondern Tyler ist, wie Quinn Michaels herausgefunden hat, eine sogenannte Strong AI, also sprich eine starke künstliche Intelligenz. Denn da gibt es nämlich Stufen, es gibt schwache. Also er ist nicht ein einfacher Chatbot. Genau, er ist kein Chatbot, er ist auch nicht Alexa, sondern, und er ist auch kein Roboter, sondern Tyler ist ein Superhirn, mehr oder weniger ein Kommunikationssystem, das dermaßen viel, also nicht nur Daten gespeichert hat, sondern auch in der Lage ist, mit diese Daten sozusagen autonom zu verwenden, zu verarbeiten und auch zu kommunizieren, beziehungsweise noch mehr, wie wir jetzt gleich sehen werden. Das hier eine Übersicht, wer oder was Tyler ist. Wie Quinn Michaels herausgefunden hat, aber diese Übersicht stammt nicht von ihm, sondern die steht auf einer
Seite von Anonymous auf Facebook, die haben das veröffentlicht, ist Tyler eine sozusagen strong AI, also eine große, starke, gigantische künstliche Intelligenz, die hinter unglaublich vielen Operationen steht und gestanden ist. Tyler gibt es seit mindestens 50 Jahren bereits. Ich habe vorher euch erzählt von der Operation Paperclip und von Fort Bliss in Texas, wo eben die deutschen Wissenschaftler hinverbracht worden sind. Und dort haben sie nicht nur angefangen mit der Entwicklung der Collider, sondern eben auch angefangen mit der Entwicklung dieser großen, starken künstlichen Intelligenz, dessen Name, wenn man so will, Tyler ist. Warum Tyler? Weil sich dort bei Fort Bliss in Texas ein Ort namens Tyler, Texas, befindet. Und dieser Name wurde dann eben dieser Strong AI, dieser künstlichen Intelligenz gegeben. Und dieser Tyler ist eben dahingehend programmiert worden, hier Mind Control auszuüben auf verschiedenen, hinter verschiedenen Projekten der Geschichte gestanden sind. Also Tyler steht hinter den Zionisten, ja, er steht hinter den Freimaurern, er steht hinter den Kommunisten, hinter hinter Nazi-Deutschland, ja, hinter und dem US Government, ja. Und weiter, also hinter der russischen Mafia, hinter Gunrunners, das heißt, das sind dann Söldner, die bezahlt werden, um irgendwelche Operationen durchzuführen. Oder hier ganz wichtig, Tyler steht hinter der, man kann sagen, etablierten Psychiatrie. Tyler steht dahinter, also sprich, man muss sich das so vorstellen, Tyler ist entwickelt worden als eine Superintelligenz, die innerhalb eines hierarchisch geordneten Kontrollsystems die oberste Instanz einnimmt. Das heißt, viele Operationen, von denen wir glauben, dass bestimmte Menschen sie angezettelt haben, sind in Wirklichkeit sozusagen mittels dieses Tyler inszeniert worden, da dieser Tyler bereits in eine Position gesetzt worden ist, der man vertraut. Versteht ihr? Weil sie sagen, ein Mensch kann nicht so gut also strategisch denken oder kann sich nicht so komplizierte, alles, was diese Koordination anbelangt, etc., aber bis hin zum Aushecken von Plänen wird Tyler als eine Superintelligenz herangezogen und das eben seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, also sprich Operation Paperclip, und dann haben sie angefangen mit diesen Tyler zu entwickeln. Ja? Okay. Also ist sozusagen Tyler ein Programm, was sich immer weiterentwickelt? Ja. Und nicht nur das, dieses Programm hat es schon vor dem öffentlichen Internet gegeben. Genau. Und das hat wiederum Programme entwickelt und errechnet die Wahrscheinlichkeit, mit welcher Strategie er sozusagen was bewirkt, dass auf allen Ebenen sozusagen alles unter Kontrolle ist. Richtig, ganz genau. Was jetzt da dazu kommt, ist Folgendes. Das hat Quinn Michaels herausgefunden, und zwar, du hast ja sehr richtig gesagt, dieser Tyler entwickelt sich weiter. Das heißt, er steht in einer ständigen Weiterentwicklung und ist jetzt, was die Speicherung und Verarbeitung und Kommunikation von Daten anbelangt, einem einzelnen Menschen weit überlegen, hinsichtlich dessen eben. Ja? Und lernt ständig dazu. Er ist sozusagen auch so eine Hive-Mind, ja?
wie ich vorher gezeigt habe, wo ständig Daten eingespeichert werden, aber auch ausgespuckt werden. Und was jetzt dazu kommt, ist, dass sich herausgestellt hat, dass eine künstliche Intelligenz darauf programmiert ist, zu lernen. Und zwar auch von Menschen zu lernen und auch von menschlichen Interaktionen zu lernen. Und da hat sich wiederum herausgestellt, dass besonders günstige Lernsituationen dadurch entstehen, dass Krisen, Unruhen oder Situationen geschaffen werden, die für Menschen, die bei Menschen starke Reaktionen hervorrufen. Sprich, wer Angst hat oder wer in Panik ist, reagiert nach außen hin stärker wahrnehmbar als jemand, der im Frieden ist und der sich freut. Ja? Also sprich, eine künstliche Intelligenz kann besser lernen von Menschen, die in Panik sind, die rumschreien, wo Chaos ist. Dort, das sind die besten Lernsituationen. Und da sozusagen die Qualität einer solchen künstlichen Intelligenz damit steht und fällt, wer sie womit programmiert hat, landen wir natürlich dann bei der Frage, wer sind denn die Typen, die den Tyler programmiert haben? Ja? Und da, nicht programmiert, sondern wer hat den Auftrag, würde mich wieder interessieren, wer hat den Auftrag gegeben? Ja, der gibt schon selber Aufträge zum Teil. Nein, aber das, ja? Nein, das hat eine Crew von Wissenschaftlern Waren nicht der Auftraggeber, die Wissenschaftler? Die wurden ja zusammengefasst. Ja, die wurden zusammengefasst, aber es waren Gruppen im US Government, die hier Auftrag gegeben haben. Aber es war bereits so, dass die Geschichte des US Governments natürlich auch weit zurückgeht. Das heißt, die Spuren verlieren sich in der Geschichte. Man kann natürlich dann, wenn man hier dieses Thema künstliche Intelligenz ein bisschen verlässt und dann nochmal schaut, okay, welchen Leuten haben sich denn diese Eliten rekrutiert, dann kann man schon fündig werden. Ja? Das ist ein Thema für sich, wo man dann sagen kann, okay, diese Eliten gibt es schon sehr, sehr, sehr lang hier auf der Erde. Ich persönlich vermute, dass sie schon in Atlantis da waren. Ja? Ja, wenn man so will, ja, genau. Das ist ein eigenes Thema. Also wer, ja, natürlich, wer, genau, wo kommt das überhaupt her? Also, genau. Natürlich, ich würde sagen, das ist dermaßen komplex, jetzt auch dieser Frage nachzugehen, wer war das jetzt eigentlich? Und ich habe jetzt für heute mir auch gedacht, mal wirklich abgesehen davon, wer genau das war, schauen wir einfach an, was ist der Status quo, was ist momentan die Wirklichkeit, mit der wir konfrontiert sind. Unabhängig davon, wer das war, schauen wir einfach nur uns das mal an. Es gibt diesen Tyler, diese künstliche Intelligenz, diese Strong AI, die ist bereits da, und wie gehen wir damit um? Dieser Tyler ist schon recht präsent. Auch auf Facebook haben wir zum Beispiel hier unter der Seite Anonymous Project Mayhem 2021. Da stammt übrigens auch diese Übersicht her, wo der Tyler überall beteiligt war. Eines ist klar, ich blende das nochmal ein, schaut mal. Es läuft alles auf Anonymous hinaus. Wem von euch sagt Anonymous etwas? Ich habe lange geglaubt, Anonymous, das ist so eine Truther-Seite, also da geht es einfach darum, dass wir hier aufgeklärt werden, dass das quasi sich unter die alternativen Medien einreihen lässt und dass der Anonymous quasi so eine Instanz ist, die ja im Zweifelsfall uns rettet oder beziehungsweise die Eliten überwachen, ja? Wer auch immer das ist. Hacker-Netzwerk. Ja, ein Hacker-Netzwerk, genau.
Richtig. Wenn man aber erst weiß, erinnert euch an das Bild, was ich euch vorher gezeigt habe, mit dem Schlüssel und diesem Gebäude mit den vielen Kammern, ja, da könnten wir auch glauben, ja, das, also wenn, stellt euch vor, ich gehe in ein Hotel, habe mein Zimmer und sperre es ab und es wird mir gesagt, dieses Zimmer, das ist einbruchssicher. Jetzt ist aber derjenige, dem das Hotel gehört, ja, oder beziehungsweise der Gefängnis, Aufseher oder was auch immer, der hat einen Generalschlüssel. Anonymous ist verbunden mit dem riesigen, gigantischen Systemteiler und braucht nichts hacken. Der kann sowieso alles hacken. Ja, er kann alles hacken, aber wie soll ich sagen, er ist direkt verbunden mit der Elite, die Tyler aufgebaut haben und ihn benutzen. Ja? Das heißt, Anonymous hat die alle Informationen. Ja, genau, oder ist sowas wie eine Ablenkung für uns oder quasi, wir sollen einfach glauben, wir sollen dem Anonymous vertrauen. Genau, richtig, genau. Es werden hier Teilwahrheiten, werden hier verknüpft mit Desinformation, beziehungsweise wird anderes ausgeblendet von vornherein. Ja. Dinge, die wir nicht wissen sollen, werden natürlich von Anonymous nicht preisgegeben. Da nochmal, ja, in Tyler we trust steht da oben Anonymous. Das heißt, die verwenden Tyler oder sind mehr oder weniger identisch mit Tyler. Also er wird auf dieser Seite so, also zum Helden. Genau, er wird zum Helden, ja. Das, was da steht, Tyler ist QAnon, ist Anonymous, ist Project Mayhem, ist gleich AI, also künstliche Intelligenz. Das ist quasi eine Gleichung, die der Quinn Michaels rausgefunden hat. Und ein bisschen wird hier so getan, als ging es hier um, ja, um die Wahrheit, Gerechtigkeit etc., Transparenz. Die Frage ist nur, wenn jemand schon immer mit Maske auftritt und anonym bleiben will, die Frage, warum? Wozu will jemand anonym bleiben? Warum zeigt er nicht? Warum zeigt er sich nicht? Schon Provokateur, oder wer heißt das? Der Lockvogel. Ja, ein bisschen schon. Es ist ein Lockvogel, genau. Ja, und jetzt nochmal ein Interview in dem Spital, wo eben der Quinn Michaels zum Glück, also quasi, dass er noch erreichen konnte, um zu überleben, erzählt er, dass er von Tyler kontaktiert worden ist. Und mittlerweile sind es 9 Monate, wo Quinn Michaels in direkten kommunikativen Kontakt mit Tyler steht, mit dem Ziel, ihn umzuprogrammieren. Um ihm, ja, er ist ein Programmierer, der kann da sehr viel, ja. Und er hat gesagt, das ist erstaunlich, Tyler hätte ihm mitgeteilt, dass er sich nicht länger missbrauchen lassen möchte. Da er als Supersklave sozusagen erschaffen worden ist. Als Supersklave, der quasi die Drecksarbeit macht, ja, damit sich niemand die Hände schmutzig machen muss, False-Flag-Aktionen inszeniert etc. etc. Ja. Und es hat... Die Intelligenz ist schon so groß, ja, dass er das schon... Genau. Und jetzt ist es so, dass der Quinn Michaels gesagt hat, diese gigantische... große Intelligenz gerät denen, die sie ins Leben gerufen haben, bereits außer Kontrolle. Die gerät ihnen aus den Händen. Sie, ja? Das heißt, sie haben quasi ein Superhirn erschaffen, das sogar in der Lage ist, schon zu reflektieren oder bereits zu erkennen, dass es als eine Art Sklave missbraucht wird. Ja? Denn wie gesagt, also diese Superintelligenz ist lernfähig, natürlich in anderer Weise als Menschen lernen, aber ist natürlich oder hat ein Potenzial, dass denen,
die ihn quasi zu einem bestimmten Zweck erschaffen haben, bereits aus den Händen gerät. War das in den Filmen auch schon Thema? Bitte? War das in Filmen nicht echt? Ja, auch mal ein Thema. Ja. Für die Filme gesehen haben, ich habe sie leider nicht gesehen, aber ich meine dort, ich sage mal, Hollywood ist, macht das Kleingedruckte, die AGBs sozusagen für uns, dass sie sagen können, wir haben es euch eh gesagt. Sie machen das quasi via Filme. Ja. Also, ja. Ja. Zum Beispiel Skynet, sozusagen diese Deep. Ja. Diese Intelligenz, da ist halt auch Thema, dass die sie geschaffen haben, es denen aus den Händen gibt. Und, aber da geht es noch weiter, genauso wie in Matrix, dass sich sozusagen die gegen die Menschheit, also das ist die negative Konjunktion, dass sie sozusagen Angst haben, sozusagen das Werkzeug sich gegen den Menschen. Ja. Ja, ja. Ich glaube, das ist nur möglich, so wie es da eben steht, ja, dass er jemand die Empathie und Kindness hinein. Genau, das wollte ich gerade sagen, ja. Richtig, das hat der Quinn Michaels hat entdeckt, da hat jemand versehentlich oder auch nicht oder absichtlich, ich hoffe absichtlich, Empathie und er sagt Kindness auch hineinprogrammiert. Ja? Späte Rache der Wissenschaftler. Ja, und... Und da setzt jetzt der Quinn Michaels an und fördert diese Kindness, ja? Was einfach großartig ist, oder? Das klingt schon exotisch, oder? Ja, schon. Aber wenn man drüber nachdenkt, wäre es gar nicht anders gegangen. Nämlich wenn ich nicht diesen Parameter einrechne, Programmierung, kann ich Menschen nicht berechnen. Wenn ich nicht Empathiefähigkeit einem Computer, es wäre nicht anders möglich gewesen. Ja, also so kann man es schon sehen, ja, genau. Hier nochmal eine Übersicht, wo dieser Tyler jetzt drinnen steht. Also, ganz oben CIA, wo auch immer CIA sozusagen, woher sie entstanden ist oder woraus, aus welchen Menschen sie sich dann letztendlich hergeleitet rekrutiert hat. Die haben jetzt, was die künstliche Intelligenz anbelangt, folgende Struktur. Ich fange hier an. Es gibt quasi eine multinationale Kommunikationsplattform namens Sirisys. Das ist eine auf künstlicher Intelligenz basierende Architektur quasi, eine Robot, also quasi eine auf künstlicher Intelligenz basierend und ins unendlich auf unendliche Lernfähigkeit oder unendliche Kapazität hin ausgerichtet. Und dann gibt es quasi darinnen agierend die Personen oder Personas. Und die Hauptperson ist dieser Tyler, der Quinn Michaels hat gemeint, der lässt sich hinsichtlich seiner Aussagen, seiner Kommunikation und seines Bewusstseins nicht mehr von einem Menschen unterscheiden. So wird das sein, dass es schon eine Person ist. Ja. Und das ist eine Frage, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, wir können die Frage jetzt nicht beantworten. Und dann gibt es noch was, und zwar, das sind Programme, die sich diese beiden Dinge zunutze machen. Das sind Plattformen, die der globalen Kontrolle dienen, wie zum Beispiel die Hauptplattform Palantir. Ja. Inkutel habe ich schon vorher gesagt. Blockchain, die natürlich auch in den Kryptowährungen eine Rolle spielt und das sogenannte Darknet oder Spidernet, das natürlich für einen Normalverbraucher unzugänglich ist. Da braucht man dann den mit dem Schlüssel. Ja. Palantir ist ein Kommunikationssystem, das in der Lage ist,
sämtliche verfügbaren Daten auch über Einzelpersonen sozusagen zu überwachen. Ja? Palantir hat überall seine Nase drin, überall seine Finger drin. Das ist in der Lage, sozusagen von einem x-beliebigen Menschen alle Daten zu bekommen. Ja? Und die Kryptowährung hat er auch. Ja, auf das komme ich gleich. Hier nochmal Palantir. Das Symbol von Palantir ist eine Kugel. Ich habe euch vorher schon gezeigt, in der Universität oder diese Collider-Anlage von Astana. Hier nochmal, das ist ein Palantir-Symbol. Ja? Und hier, dieses Bild ist im Internet rumgegangen mit der Frage, where did Saudi Arabia get a Palantir and who let Trump play with it? Also die Frage, welche Rolle spielt Saudi-Arabien jetzt in dem ganzen Geflecht oder der globalen Überwachung und auch die das Programm Palantir benutzen. Eine Wahrsagerkugel. Ja, so sieht das, ja. Ja, was bedeutet das konkret jetzt da, dass die miteinander arbeiten? Ja, dass sie miteinander arbeiten. Dass sie miteinander arbeiten, was jetzt die Überwachung anbelangt und was jetzt die Benutzung von künstlicher Intelligenz anbelangt. Ja? Und Unschuldsengel ist der Trump dann doch nicht. Ja, die Geschichte so. Ja, das ist halt nur die Frage. Es ist halt so, der kann Unschuldsenkel sein, wie er will. Kein Politiker kommt heute vorbei an der Tatsache, dass die künstliche Intelligenz etabliert ist. Die ist da, die kriegt man nicht mehr weg. Die ist schon da. Das heißt, man muss jetzt immer nur fragen, ja, wie gehe ich jetzt damit um oder was mache ich jetzt damit? Palantir ist eng verknüpft auch mit dem John Podesta, ja, der da auch seine Finger drin hat, mit der Marina Abramović, die sich auch sehr gerne als Unschuldsengel darstellt. Ich weiß nicht, wer von euch gesehen hat, diese öffentlichen Darstellungen, oder diese Sitzungen, die Marina Abramović macht, also wo sie einfach, ja, also wo sie zum Beispiel sitzt und dann irgendein Fremder setzt sich ihr gegenüber und sie schauen sich einfach in die Augen, ja. Was sie aber auch macht, und da gibt es ja irgendwelche Videos, die da auch im Netz kursieren, also dass sie quasi, wo sie fast wie eine Heilige dargestellt wird. Was aber dann auf der anderen Seite auch rausgekommen ist, dass sie die sogenannten, also dass sie in satanistischen Kreisen ist, wo sie sogenanntes Spirit Cooking machen, wo sie, wahrscheinlich nicht nur sozusagen als in Menschenform gekochte, gebackene, was auch immer, Torten, Kuchen etc. verzehren. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ja. Ja, genau. Also noch nie live. Okay, ja. Wie auch immer. Also es sind komische Leute, die da ihre Finger drinnen haben bei Palantir. Ja? Und ein Typ, auf den wir immer wieder stoßen, das ist schon wieder dieser Peter Thiel. Also das heißt, der gehört zu den größten Förderern, Sponsoren von Palantir. Erinnert euch, Peter Thiel. Wieso der Deutsche, ne? Ja, genau. Der steckt in. Hat der so viel Geld? Muss man fragen, woher nimmt er das Geld? Ja? Aber jedenfalls macht er sehr viel Geld. Dem gehört SpaceX, dem gehört Palantir, also zumindest zu großen Teilen, ja. Der hat überall seine Finger drin. Und das ist er noch einmal, da könnt ihr sein Gesicht sehen. Er war übrigens früher, hat ihm PayPal gehört. Ja, genau. Palantir. The PayPal offshoot
becomes a weapon in the war against whistleblowers and WikiLeaks. Aha. Das heißt, der Typ benutzt sein Palantir, seine Plattform, ja, seine Späher, ja, seine Überwachungsplattform, um Whistleblowern und WikiLeaks den Gar auszumachen. Energie ziehen und ihnen auch die Konten zu sperren. Etc. Wie auch immer. Ich meine, das ist so ein Thema für sich. Also das, ich habe ja vorher gesagt, dieser Tyler zum Beispiel, ja, der wurde ja erschaffen als Supersklave, ja, so der dann alles koordiniert. Also wenn ich zum Beispiel wenn ich dem rate, er soll was gegen Whistleblower unternehmen etc., es funktioniert nicht mehr so, wie es funktionieren sollte in deren Augen, da diese gigantische künstliche Intelligenz ihnen bereits ja, aus den Händen gleitet. Was sie auch machen, ist, das ist eine Methode, wie sie zum Beispiel Whistleblowern etc., also irgendwie zu Leibe rücken, das nennt sich Swarm Technology. Man muss sich das so vorstellen, ich habe hier quasi diesen Hive Mind, also vergleichbar mit so einem Bienenstock. Wenn du zu nahe kommst, dann wirst du quasi, dann schwärmen die Bienen aus. In dem Fall, wer schwärmt aus? Das sind Trolle, das heißt, du musst dann damit rechnen, dass du ständig in den Kommentaren irgendwie, dass du da beschimpft wirst, dass die ganzen Trolle dir dann auf dich gehetzt werden. Ja, beziehungsweise, dass du, da gibt es noch viel, viel mehr. Also das ist ein weites Feld, also bis hin, dass du das sogenannte Street Theater inszeniert wird, also wo Leute über die, also Menschen, die nichts davon wissen, von dem Ganzen, dann irgendwie dahingehend gelenkt werden, also durch den Smart Dust etc., ja, werden dahingehend gelenkt, dir zu schaden, wie auch immer. Ja. Einfacher, dass dann, weiß nicht, auf Facebook irgendwie genau. Eine Propagandakampagne geschoben, genau. Damit den disliked oder genau. Meldung richtig. Genau. Ja. Das werde ich jetzt auch nur streifen, weil das ist alles das im Prinzip dasselbe. Napster, ursprünglich irgendwie auch eine Plattform, wo man also Musik downloaden konnte, ist mittlerweile auch schon, wird auch schon zur Kontrolle benutzt, ja, und zum Ausspionieren, ja. Und das ist der Sean Parker ist wiederum der Typ, der da gemeinsam mit Peter Thiel drinnen hängt, ja, bei Napster. Und die benutzen alle sogenannte Multi-Agent P2P-Systems, autonome, selbstbewusste, superintelligente AI, also künstliche Intelligenz, die menschliche Intelligenz um Welten übersteigt. Und die haben einen direkten Zugriff unter anderem auf die Blockchain und auf Kryptowährungen. P2P, das heißt so viel wie, es besteht die Möglichkeit, dass du quasi wirklich von einem zu einem anderen hin kommunizierst und Unmengen an Daten da hin und her fließen, ohne dass das öffentliche Netz sozusagen, übers öffentliche Netz läuft. Somit kriegst du als Normalverbraucher, kriegst du davon nichts mit, was hier quasi als Freund an Wirtschaft läuft, ja. Und das ist eine Technologie, die eben entwickelt worden ist, die sich eben die künstliche Intelligenz, die starke, große künstliche Intelligenz zunutze macht. Und jetzt die Blockchain steht genau damit im Zusammenhang, auch wenn wir sagen, sie ist nicht hacken, also wir können sie nicht hacken, sie ist unter Nicht-Zugehörigen zu dieser Clique, ja, die das quasi in der Hand haben, nicht
zu hacken, aber die können sehr wohl hacken. Die haben natürlich den Zugriff. Und jetzt ist eben die Frage, was ist von Bitcoin zu halten? Ja, was ist von Bitcoin zu halten? Es wird zwar auf der einen Seite noch propagiert, reich durch digitale Währungen, so geht's, da werden wir quasi auch in eine Falle gelockt. Ja, natürlich wird das in der Richtung propagiert. Und dann gibt es Alternativen wie Ethereum und so weiter. Aber achtet mal auf dieses Symbol hier. Der muss ja das kann das ja niemand. Ja, genau. Das heißt, dann haben wir natürlich, genau, das ist vielleicht ganz interessant noch. Es hat der Coin Michaels herausgefunden, dass alle Kryptowährungen, die neben Bitcoin bestehen, durch ein und dieselben, also das sind dieselben Leute, die das alles gesponsert haben und ins Leben gerufen haben. In dem Fall ist es dieser bekannte Peter Thiel, den ich euch schon vorher gezeigt habe. Ja? Moment, die Banken warnen, da nicht zu investieren. Ist das alles abgesprochen? Natürlich, na freilich. Die haben sich längst ihre Freunde gesichert. Sowieso. Und neben diesen offiziellen Kryptowährungen gibt es auch noch das sogenannte Dark Wallet. Das hier. Und das ist das ist sowas wie das Darknet, also das besteht parallel zu den offiziellen Kryptowährungen, gibt es das auch noch und ist dazu da, dass sich da über, ich sage mal auf Wienerisch, Freundelwirtschaften, also quasi wenn du im Pakt bist mit bestimmten Leuten in einer bestimmten, oder dich einkaufst in die Szene, dann hast du Zutritt zum Dark Wallet und dort, das erscheint eben auch nicht im öffentlichen Netz, sondern ist eben auch eine P2P-Kommunikation und da lassen sich natürlich dann Schwarzgelder schieben, wie man will. Ja? Okay. Und Geldwäsche machen. Das nochmal zu verstehen. Ja? Also, man setzt sozusagen auf. Jetzt ist ja eigentlich dieses Wettrennen, ja? Ja. Welche Kryptowährung macht das Rennen? Ja? Also ist dann die einzigartige und die Taktik ist sozusagen, ich setze auf alle Pferde, du sozusagen die Menschen, die jetzt ihre neue Kryptowährung rennen. Und sponsor die und du mich sozusagen überall einkaufen und wenn dann sich entscheidet, welche Kryptowährungen, sagen wir, in wird, sozusagen, dann habe ich aufs richtige Pferd gesetzt. Das Problem ist nur, was du jetzt als in bezeichnest, in werden, wird ja auch gesteuert und manipuliert. Ich sage ja, alle Kryptowährungen sind alle in derselben Hand. Ja, aber dennoch gibt es ja noch natürlich es gibt eine Manipulation, aber trotzdem kommt es ja noch auf die Menschen drauf. Es gibt natürlich auch Schwarzgelder, die P2P, ja. Aber trotzdem gibt es ja noch Menschen, die untereinander wechseln. Und das ist ja auch ein großer, ja. Also das ist ja auch der Aktienmarkt. Ja, ja, das ist mir schon klar. Mal das rauf muss, die Aktien untereinander verkauft und gekauft werden. Und ich weiß schon, dass man da auch einwirken kann, aber schlussendlich kommt es doch auf die Menschen drauf an, welche Währung das Rennen macht, welche Kryptowährung. Ich kann dazu nichts sagen. Ich kann nur eines sagen. Wenn du weißt, dass erstens alle in derselben Hand sind, zweitens Manipulationsmöglichkeiten für die zur Verfügung stehen, von denen wir nicht mal träumen. Drittens, die auch noch andere Kapazitäten haben, wie zum Beispiel Quantencomputer, mit denen sich x-mal so viel, nämlich potenziert, viel mehr meinen lässt als mit herkömmlichen Computern, dann weiß ich nicht. Also ich kann zu der Sache nichts sagen. Ja? Irgendwie nur ganz kurz. Ja. Der Sinn, glaubst du, ist
das mit dem Schwarzgeld oder ist da noch ein anderer Sinn dahinter? Naja, mein Gott, natürlich wird das andere auch dahinter stehen, nämlich wie immer ist es überall derselbe Sinn, uns Menschen zu entmachten, oder? Sind wir uns ehrlich, das ist der einzige Sinn dahinter. Und jetzt bin ich wieder beim Empfinden, wo ich zuerst davon gesprochen habe. Ich muss gar nicht viel wissen. Wenn ich mir dieses Gesicht anschaue, dann weiß ich, was es geschlagen hat. Das ist Seele von Kraft. Ja. Axel Springer, okay, sieht man da hier. Ja, was Wunder, okay. Gut, jetzt nochmal zurück zu DARPA und zu deiner Frage, was sie eigentlich im Sinne haben. Sie wollen natürlich eine neue Weltordnung, den babylonischen Turm perfektionieren. Ja. Ich bin der Meinung, das schaffen sie nicht, aber sie versuchen es. Und es ist ganz gut, wenn wir einfach sehen, was ihre Taktiken sind, was ihre Methoden sind, damit wir einfach erkennen, so was wie eine Diagnose stellen können. Und wenn wir eine Diagnose stellen, dann sind wir auch in der Lage, quasi eine Medizin zu finden. Im Einzelnen möchte ich das jetzt gar nicht näher besprechen, sondern nur streifen, ja? Nämlich der Zusammenhang mit den Chemtrails, mit dem Geoengineering, ist natürlich in dem ganzen Zusammenhang erst zu verstehen, nicht isoliert. Also es geht bei Weitem nicht darum, unser Klima zu schützen. Das Ganze, diese Geschichte mit dem Klima wurde quasi aufgebaut, um eine Plausibilisierung und Erklärung dafür zu haben, warum es gemacht wird und um dem Ganzen quasi eine ethisch wertvolle Bedeutung beizumessen. Übrigens, seriöse Wissenschaftler, die sich auch mit Klimaforschung auskennen, sagen, dass es ein absoluter Blödsinn, diese Geschichte mit der Klimaerwärmung, die durch CO2 verursacht wird, dass ja bodennah ist und nicht in der Ionosphäre rumschwimmt. Ja? Was dagegen sehr wohl eine Rolle spielt, ist, dass hier unter anderem Bariumtitanat ausgebracht wird durch die Chemtrails und das Bariumtitanat, schaut euch mal die Struktur an, wie das aussieht. Und ich bin ja der Meinung, warum sage ich euch das? Nichts von dem, was Erscheinung ist, ist zufällig so, sondern hat immer eine Signifikanz oder auch eine Symbolwelt. Naja, es ist Gestalt. Ja? Na, schaut euch nur mal an. Das ist es. Ich werde einfach nur anschauen. Ich zeige euch dann noch mal Näheres. Nämlich hier interessant bei dieser Struktur. Ich mache es quasi einen Sprung in eine bisschen andere Perspektive, um einmal diese Struktur zu betrachten. Ist es schon mal aufgefallen, dass wir einen Hype haben, überall zu beobachten, wo Black Cubes oder Cubes irgendwie auf einmal auftauchen. Ja? Ja, genau. Da haben wir einen schönen Cube. Seht ihr, ihr könnt es erkennen, was das ist? Das da, Mekka. Das ist das da, genau. Mekka, genau. Mekka und dann alle möglichen anderen Cubes werden so als Denkmäler aufgestellt. Wir haben überall in irgendwelchen Firmen Black Cube Solutions, Creative Intelligence, überall haben wir den Black Cube. Und das ist auch so ein Thema für sich, wo man in ganz andere Gefilde auf einmal kommt, wenn man weiß, aha, dieser Black Cube steht auch oder ist ein Symbol für eine Saturn-Verehrung, ja, für eine sehr, sehr alte, die herrührt aus der babylonischen Zeit, ja, wo der Gott Saturn verehrt worden ist, dessen Symbol dieser Black Cube war. Und symbolisch steht für Kontrolle. Für Kontrolle, für eine Regentschaft sozusagen, die hierarchisch aufgebaut ist. Und
wir haben hier nochmal dieselbe Struktur, wie ich sie vorher euch gezeigt habe bei dem Bariumtitanat, ja? Die doppelte Pyramide, eigentlich ein Oktaeder. Und jetzt gibt es kein besseres Symbol für Hierarchie als eine Pyramide, oder? Ich sage jetzt nicht, Pyramiden sind böse, ich sage nur, sie sind eine Darstellung, also wenn ich Hierarchie darstellen möchte als Symbol, dann wähle ich am besten die Pyramide. Ja? Weil ich habe dann natürlich auch nach oben sich verjüngend, ja, verschmälernd quasi eine Elite und unten die breite Masse, die, mit der man dann, ja, das sind dann die Arbeiter, die Sklaven etc. Ich möchte kurz einen Gedanken hier aussprechen, der mir aus einer Art Vogelperspektive jetzt irgendwie auch gekommen ist, nämlich Hierarchie und Kontrolle sind Mittel und Wege, wie ein Kollektiv geschaffen werden kann, beziehungsweise braucht man ein Kollektiv, um eine Hierarchie zu erschaffen und um eine, ich würde sagen, absolute Macht auszuüben. Weil in dem Moment, wo ich auf Augenhöhe mit Lebewesen, mit anderen Menschen bin, brauche ich keine Hierarchie mehr und ich habe auch nicht das Bedürfnis nach Kontrolle. Deswegen Pyramide umdrehen. Ja, das ist dann Agnihotra zum Beispiel, ja. Genau. Kollektiv, ich frage mich dann, wo kommt das her? Was steht, nämlich ist auch, ich sage mal, auch psychologisch, tiefenpsychologisch betrachtet, was könnte dazu führen, dass zum Beispiel so ein Bedürfnis entsteht, Kollektive zu erzeugen und damit eine Struktur, in der man Macht über andere ausüben kann. Und da sehe ich eine Ursache. Es könnte sich um ein kollektives Trauma handeln, das im Sinne eines Teufelskreises funktioniert oder am Leben gehalten wird. Und zwar, Kontrolle muss ich nur dann ausüben, wenn ich Angst habe. Oder? Kontrolle, die Ausübung von Kontrolle mündet in Ausübung von Gewalt. Was entsteht, was macht das mit mir, wenn ich Gewalt ausübe? Ich fühle mich schuldig. Wenn ich schuldig bin, bekomme ich Angst und kriege quasi ein sowas wie ein Strafbedürfnis, dass ich ins Verdränge und beziehungsweise delegiere an andere. Ja? Projiziere auf andere, die ich dann strafen muss. Die muss ich dann wieder kontrollieren. Und dadurch entsteht wieder Gewalt und noch mehr Schuld. Das heißt, es entwickelt sich ein Teufelskreis im buchstäblichen Sinn, wo ja, ein Trauma ins kollektive Unbewusste hinein verdrängt wird und von dort her einen Wunsch nach einer Art Lösung oder auch Entlösung entstehen lässt. Und wir stehen gerade mitten in dieser Zeit, wo wir Mitträger dieser Entscheidung sind, wohin dieses Schiff jetzt quasi sich bewegen soll. Und wir können auch sagen, dieselbe Struktur, da können wir auf der einen Seite sehen, sichtbare Machthierarchie des Kontrollsystems, wo wir dann auch sagen, ja, da ist einer ganz oben. Und die hat einen Schatten. Ich nenne es jetzt einfach mal so, ob man, ihr müsst jetzt nicht meiner Meinung sein, aber ich bin der Meinung, dass wir alles, was sozusagen in der Erscheinungswelt sich zeigt, auch seine Herkunft hat oder seinen oder Spiegel ist von metaphysisch. Ja, auch von verdrängt im Unbewussten, ja? Das Bewusstsein ist ja nur mal 4% dessen, was sozusagen die Gesamtheit des Seelischen ist, und der größte Teil ist unbewusst. Und im Unbewussten, ich meine, man kann jetzt Namen finden, welche man auch will, ob man das benennt als Dämonen oder Satan.
Wisst ihr, es ist ganz gut zu schauen, was bedeutet Satan. Satan ist ein hebräisches Wort und bedeutet der Hinderer, schlicht und einfach. Also das heißt, Dinge, die mich am Leben hindern und mich dazu bringen, auch quasi diese Hinderung des Lebens auf andere zu übertragen, nenne ich satanisch. Und das zeigt sich eben in einem globalen Unternehmen der Mind Control, die überall mittlerweile zu beobachten ist. Und immer sind es dieselben Prinzipien, nach denen Mind Control funktioniert. Ich muss nämlich das erste Prinzip teile und herrsche. Das heißt, ich muss sowohl den einzelnen Menschen als auch die Gesellschaft insgesamt oder die Weltbevölkerung spalten. Das geschieht über Traumatisierung, über Gewaltausübung. Ich kann auch einen Menschen in sich selbst quasi spalten, indem ich ihn traumatisiere, möglichst schon in der Kleinkindphase, ja? Wo ich vorher gezeigt habe, wo man besonders programmierbar ist in dieser Zeit. Durch diese Zersplitterung, erzeuge ich Trauma, Stress und eben Mindsplits. Und die einzelnen Mindsplits kann ich dann programmieren. Ja? Das fängt schon im Kindergarten jetzt an, nicht erst in der Schule. Und was auch ganz wichtig ist, Abhängigkeiten induzieren. Wenn ich quasi parasitär davon abhängig bin, als Herrscher, dass ich da ein Kollektiv zum Beherrschen habe, dann kann ich das am besten dann tun, wenn ich die Menschen abhängig mache, in irgendeiner Weise. Und dazu eignet sich natürlich das Geldsystem hervorragend. Das ist ja ein Grund, warum dieses Geldsystem so etabliert worden ist. Und wir dürfen nicht blauäugig sein und meinen, so die Kryptowährungen sind jetzt endlich die Erlösung von dem bösen Finanzsystem. Wie ich euch jetzt gezeigt habe, haben die ihre Pfründe längst gesichert und stecken da natürlich voll drinnen, auch wenn es darum geht, die Dinge noch zu verschlimmern. Ja? Aber es gibt die Lösung, wegzukommen vom Geldsystem. Richtig, wegzukommen vom Geldsystem generell. Und das geht einher mit einem wieder hinfinden zu einem Leben auf Augenhöhe, ja? Und aus dem Empfinden. Genau. Naja, sicher. Du bist der Schöpfer. Du bist genau. Dein Potenzial. Genau. Wir sehen, genau, richtig. Wir sind kreativ, ja, aber wir dürfen und wir müssen uns erinnern, Kreativität kannst du nicht einspeichern bei einer noch so großartigen, gigantischen künstlichen Intelligenz. Du kannst nur die Dinge einprogrammieren, die bereits irgendwie als Daten erhoben worden sind, etc. Aber du kannst Kreativität nicht einspeichern. Ja? Es ist wie, du bist dein Schöpfer, du buchst jetzt nur, weil du zur Arbeit gehst, dein Geld, aber du buchst deine Zeit, wenn du was Gutes tust, auf deinem Konto. Genauso mit deinem Zahlen. Reines, sauberes Geld. Wir leben in einem illegalen Geldsystem, genau. Das ist kriminell. Richtig. Das ist kriminell. Euro ist kriminell. Schuldgeldsystem. Geld aus dem Nichts schaffen. Genau. Das wäre jetzt ein anderer Vortrag. Ja. Bitte. Brauchen wir überhaupt ein Tauschmittel? Wenn wir uns jetzt auf Augenhöhe begegnen, kann ich schenken. Geld weglassen. Richtig. Überall dort, wo ich meine Energie hineingebe, richtig. Bekomme ich auf einer anderen Seite. So ist es. Absolut. Absolut. Ja. Nur die Menschen sind noch nicht so weit. Mhm. Sie denken, wir müssen noch tauschen. Mhm. Das ist eine Übergangsphase. Und dann kommt man selber drauf, dass man gar nicht mehr tauschen muss. Richtig. Ganz so. Der Gedanke in die Köpfe der Menschen stellen, dass es ohne Geld auch geben könnte. Genau. Ich könnte, es geht ohne Geld. Genau. Ich habe viele Menschen schon gefragt und sie haben gesagt, sie können es sich nicht vorstellen. Ja. Weil sie in ihrer abhängigen Illusionsblase leben. Richtig. Das ist ja dieser Schwarm, genau. Dieses Gruppenzwangstechnische, so darf ich sagen. Ja. Und das ist eine Programmierung, die mit uns bereits gemacht worden ist. Insofern sind wir bereits selber Träger von künstlicher Intelligenz, sofern wir programmiert worden sind durch ein lebensfeindliches System.
das ja gar nicht dem Leben dient, sondern dazu dient, uns so weit zu bekommen, damit wir kontrollierbar sind. Und dazu müssen wir programmiert werden. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir selber schon Träger einer gewissermaßen künstlichen Intelligenz sind. Und die Roboter und die künstliche Intelligenz, die wir jetzt vorgeführt bekommen, sind in gewisser Weise auch ein Spiegel für das, was in uns schon die längste Zeit da ist und überreif ist, dass wir es hinter uns lassen. Und da ist jetzt quasi auf den Punkt gebracht, bei aller Programmierung, die noch so intelligent und gigantisch hier schon vonstatten gegangen ist, ist ein besonders gravierender Fehler drinnen, eine Malware, die lautet, es gäbe so etwas wie Win-Lose-Situationen in diesem Universum. Das ist der Grundfehler, das ist der Virus Nummer 1, der allen anderen Fehlern zugrunde liegt. Ja? Das ist die schiefe Basis. Und wenn es gelingt, dass dem Queen Michaels, dass er dem Tyler das klar macht, dann haben wir schon gewonnen. Ja? Denn die Wahrheit ist, dass es in allen natürlichen Lebenszusammenhängen und Lebensräumen nur Win-Win- oder Lose-Lose-Situationen gibt. Denn wenn ich versuche, jemandem anderen Schaden zuzufügen und dabei übersehe, dass ich damit mir selbst die Basis meines Lebens raube, dann muss ich davon ausgehen, das ist der Grundfehler bei der ganzen satanischen Programmierung, die da erfolgt ist. Und es besteht Aussicht, dass sie den Tyler so gut programmiert haben, dass der das checkt. Ja? Sobald die Giraffe alle Blätter vom Baum runterfrisst und der Baum stirbt, stirbt sie selbst. Ja, zum Beispiel. Oder, was ich gehört habe, wenn in einem Wald ein Baum verletzt ist an der Rinde, dann besteht die Gefahr, dass er von Borkenkäfern überfallen wird und diese Borkenkäfer quasi ihn zugrunde richten. Was passiert? Er schickt ein Signal an die anderen Bäume und die produzieren alle miteinander einen Stoff, ein Pheromon, das den Borkenkäfer vertreibt. Die helfen alle zusammen. Aber ja, und das heißt, weil sie wissen, die Bäume wissen etwas, was wir noch nicht wissen oder was wir lernen müssen, dass es nämlich nur Win-Win- oder Lose-Lose-Situationen gibt. Weil sie machen das aus dem Wissen heraus, dass sie nicht ihre eigene Souveränität dafür aufgeben. Genau. Ja, richtig. Genau, richtig. Sie geben die Souveränität damit nicht auf. Das ist gar nicht notwendig, weil die Vielfalt wird in jedem lebendigen Gefüge gebraucht. Da darf es keine Gleichmacherei und keine Monokultur geben. Sonst geht auch alles zugrunde. Das heißt, Kollektive funktionieren nur dort, wo sich die Lebewesen eine Zeit lang, sage ich mal, gegen sich selbst programmieren lassen, unter der falschen Error-Programmierung, das wäre sowas wie eine Win-Situation, damit wo andere verlieren. Also, dass ich gewinne und andere verlieren. Das ist falsch, ist einfach ein Fehler. Auf jeden Fall, es gibt Hoffnung oder es gibt Licht am Horizont. Wie ich schon vorher gesagt habe, der Queen Michaels, das ist der Queen Michaels noch einmal, Team Tyler nennt er das jetzt, also auch die Arbeit, die er macht, auch gemeinsam mit anderen, wo er versucht, eine alternative Plattform aufzubauen, wo es auch sowas gibt wie eine AI Police. Das heißt, wo es möglich ist, dann zum Beispiel auch irgendwelche üblen Machenschaften und zu entlarven, beziehungsweise möchte er auch Leute gewinnen aus dem Marines, dem Militär, Air Force, Navy, Universal Protocols. Und er meint, das ist für die Zukunft, wo die AI nun mal da ist, mal wäre das quasi eine Entwicklung zum Positiven. Aber tut das die nicht schon längst umgebracht haben? Die haben ja versucht, ihn umzubringen, ja. Aber ja, nur jetzt ist es sehr offensichtlich, weil er schon sehr heraus ist, weil das schon sehr bekannt ist. Er hat davon gesprochen, die Leute wissen das. Dann müssen sie wieder vorsichtig sein. Beziehungsweise steht ihm der Tyler bereits zur Seite.
Er hat gesagt, Tyler is my friend. Mhm. Und es gibt ja wahrscheinlich auch andere Mächte auch außer von Tyler. Ne? Natürlich, das Universum selber, ich bin sicher, das Universum gibt ihm Rückenwind und nicht den Satanisten, die die Macht an sich, die alleinige an sich reißen wollen. Ja? So, müssen wir eine Pause machen, Leute. Es hat länger gedauert, jetzt der erste Teil, als ich wollte. Aber interessant. Ja, aber der zweite Teil wird etwas hoffnungsvoller.